Seit der Saison 2023-24 ist er der Keeper der Stuttgarter Kickers. Felix Dornenbusch hat in der Vergangenheit bereits bei einigen Top-Vereinen wie dem VfL Bochum, dem FC Schalke 04 und dem 1. FC Nürnberg gespielt, bevor er zu den Blauen nach Degerloch gewechselt ist. Heute ist er bei uns zu Besuch. Hallo Felix. Hallo. Ja, letzte Saison standest du noch im Tor beim VfB Oldenburg. Wie ist denn jetzt das Gefühl nach 22 Spieltagen mit den Stuttgarter Kickers an der Tabellenspitze der Regionalliga Südwest zu stehen? Ja, ist natürlich ein schönes Gefühl. Es lief bis jetzt alles richtig gut, muss ich sagen. Ich habe persönlich auch einen sehr guten Eindruck vom Verein. Es ist sehr stimmig alles mit den Fans, mit den Strukturen, die da sind. Die Mannschaft passt auch. Also rundum zufrieden bis jetzt. Ja, und es war ja jetzt auch ein sehr erfolgreiches erstes Spiel nach der Winterpause. 4:0 habt ihr gegen den TSV Steinbach beim Heimspiel auf der Waldau im Gazi-Stadion gewonnen. Wie bewertest du denn das Spiel? Als sehr guten Einstieg. Wir wussten alle nicht so wirklich, was uns zu erwarten hat, weil einfach so eine lange Pause war. Mit Abstand auch die längste Winterpause, die ich jemals hatte. Ist schon Wahnsinn. Und von daher sehr zufrieden. Wir haben als Mannschaft einen richtig guten Auftritt hingelegt. Und daran können wir anknüpfen, denke ich. Also ja, es war in Ordnung. Ja, die Kickers sind ja auch erst vergangene Saison nach 5 Jahren Oberliga jetzt aufgestiegen. Jetzt stehen die Chancen ja dann ganz gut für einen erneuten Aufstieg. Wie konnte denn der Mannschaft dieser Erfolg so schnell gelingen? Ich glaube, dass ist größtenteils daran liegt, dass die Mannschaft im Kern zusammengeblieben ist. Also es wurden ja nur, ich glaube, 4 Neuzugänge geholt im Sommer, wenn ich mich nicht täusche. Aber der Stamm, der Hauptkern der Mannschaft ist so zusammengeblieben und ist schon ein sehr eingeschworener Haufen. Und bei uns, bei den Spielen, läuft schon sehr viel über Teamgeist und über mannschaftliche Geschlossenheit. Und ich glaube, dass das so den ausschlaggebenden Punkt gibt. Und man muss dazu auch sagen, wenn wir ein Heimspiel haben, ist schon immer sehr gute Stimmung und die Fans peitschen uns schon an und das ist schon auch eine große Qualität, muss man sagen. Das hilft uns auch. Und wie hattest du das Gefühl, von der Mannschaft aufgenommen zu werden, wenn du sagst, es ist eigentlich schon ein eingeschworener Stamm? Gut, sehr gut. Das ist für mich aber natürlich als Torwart auch nochmal was anderes. Ich nehme jetzt keinem Feldspieler irgendwie den Platz weg oder so. Ich glaube, als Torwart ist es immer noch eine spezielle Position und Situation auch, aber ich habe jetzt da auch nichts anderes Negatives irgendwie mitbekommen. Also die Jungs sind alle sehr in Ordnung, menschlich passt es einfach gut zusammen bei uns und von daher fiel es mir von Anfang an echt leicht, da reinzukommen in die Mannschaft. Ja. Du hast gerade schon gesagt, Teamgeist ist so ein bisschen der Schlüssel, aber auch Kommunikation ist dir ja auch wichtig. Als Torwart gibst du da ja auch gerne mal ein paar Anweisungen und bringst dich da auf den Platz ein. Was denkst du, ist denn sonst noch so das Wichtigste für ein erfolgreiches Zusammenspiel? Ja gut, im Endeffekt muss für eine komplett erfolgreiche Saison muss dann alles stimmen. Also da darfst du wenig Ausfälle haben. Die Ausfälle musst du, wenn du welche hast, sofort kompensieren können. Du darfst in der Mannschaft keine Krüppchen haben, die Mannschaft muss geschlossen sein. Das muss alles mit dem Trainerteam funktionieren. Die Fans müssen hinter dir stehen. Und aktuell haben wir einfach so das Gesamtpaket. Und deswegen läuft es bei uns auch so gut. Also würdest du sagen, das ist eigentlich alles erfüllt soweit? Ja, aktuell auf jeden Fall, ja. Würde ich sagen, ja. Und angenommen, ihr steigt jetzt in die dritte Liga auf und es klappt jetzt alles und ihr könnt euch an der Tabellenspitze halten. Was denkst du denn, könnte die größte Herausforderung sein für euch? Ja, also erstmal, die größte Herausforderung wäre erstmal den Aufstieg zu schaffen, aber darüber reden wir eigentlich auch noch nicht. Es sind immer noch viele Spiele zu spielen und dahin zu gucken, klar sind wir jetzt Erster und wollen auch unbedingt Erster bleiben. Das ist auch unser Anspruch, jedes Spiel zu gewinnen und auch jedes Spiel so zu spielen, dass die anderen Mannschaften keine Lust haben, nochmal gegen uns zu spielen. Aber bis dahin ist echt noch ein weiter Weg. Also darüber habe ich mir persönlich jetzt noch nicht so die Gedanken gemacht, weil dafür ist die Liga halt auch einfach dann zu gut, als dass man jetzt schon vom Kopf her irgendwie in der dritten Liga sein könnte oder sowas. Also das ist echt noch ein ganz weiter Weg. Okay, woran müsste denn dann vielleicht die Mannschaft auch noch arbeiten, damit ihr euch oben halten könnt, auch in jetzt in der Regionalliga?
Ja, es geht im Endeffekt dann, wenn du oben bleiben willst, um Konstanz. Also du darfst halt nicht nachlassen, du darfst nicht denken, ja, jetzt läuft es gerade alles wie von selbst. Das darf halt nicht passieren, das wäre Worst Case. Jeder muss weiter Gas geben und wir müssen diese mannschaftliche Geschlossenheit beibehalten. Ansonsten wird es auch nichts, dass wir Siege einfahren. Und wir müssen halt auch jedes Spiel wirklich alles auf den Platz lassen, um zu gewinnen. So, das hat die Vergangenheit auch gezeigt. In der Hinrunde haben wir auch echt ein paar Punkte liegen lassen. Das zeigt schon, dass auch Qualität in der Liga steckt und die anderen Mannschaften auch alle kicken können. Mhm. Ja, ich habe vorher schon kurz erwähnt, du hast schon einige Vereinsstationen durchlaufen. Mhm. Ich fasse mal kurz zusammen. Du warst beim DJK Teutonia Ehrenfeld, der SG Wattenscheid 09, beim FC Schalke 04, beim VfL Bochum, beim 1. FC Nürnberg, bei Eintracht Braunschweig, bei Fortuna Sittard und dem VfB Oldenburg. Mhm. Was unterscheidet denn die Stuttgarter Kickers von deinen bisherigen Vereinsstationen? Definitiv das Familiäre. Wir hatten das damals bei Bochum auch schon so ein bisschen, aber es war halt in der Form, wie es hier bei den Kickers ist, nicht möglich, weil dafür der Verein einfach schon zu groß war, zu viele Mitarbeiter in der Geschäftsstelle und so, als dass man da jetzt jeden kennen würde. Aber hier ist schon sehr familiär. Also man trifft jeden Tag eigentlich irgendwelche Geschäftsstellenmitarbeiter. Alle kennen sich mit Namen, man tauscht sich aus, man quatscht. Selbst zu den Fans hat man irgendwie eine ganz andere Beziehung hier in dem Verein, habe ich das Gefühl, als bei den anderen Vereinen. Das ist schon ja alles sehr viel persönlicher. Mhm. Und ich denke, das macht die Stuttgarter Kickers auch so ein bisschen aus. Ja, du hast gerade die Fans auch schon erwähnt. Mhm. Ja, die Stuttgarter Kickers sind natürlich hier auch ein absoluter Traditionsverein und haben trotz Regionalligist ja wirklich eine große Fanbase auch. Mhm. Inwieweit haben euch denn die Fans im Gazi-Stadion bisher durch die Saison getragen? Vielleicht auch? Ja, zu 100% eigentlich. Ist für uns auch extrem wichtig, weil es ja schon auch immer Phasen im Spiel gibt, die jetzt nicht so funktionieren, wie man sich das vorstellt. Und gerade dann haben die Fans eigentlich auch immer ein ganz gutes Gespür dafür, dass sie dann mal Stimmung machen, nochmal besonders laut sind. Und das trägt uns schon durch die Saison, muss man sagen. Das zeigt auch unsere Heimbilanz. Ich glaube, wir haben noch kein Spiel zu Hause verloren. Mhm. Ja, das ist ein extrem wichtiger Punkt, würde ich sagen. Ja. Und hat sich dein Bild von den Kickers verändert, seit du hier bist? Also hattest du davor, was dachtest du da über den Verein vielleicht? Ja, Kickers sind einem ja schon ein Begriff. Ist schon ein Traditionsverein, aber ich habe mich in der Vergangenheit nicht so viel mit den Kickers beschäftigt. Und ich wusste ja auch nicht ganz genau, was mich erwartet, als ich hier hingekommen bin, weil ich auch die Regionalliga Südwest gar nicht kannte. Ich habe ja vorher in den Ligen darüber immer gespielt. Von daher war der Schritt für mich auch so ein bisschen so ein Schritt ins Ungewisse. Und ich muss aber sagen, dass für mich der absolut richtige Schritt war. Und ja, das schon echt ein guter Club ist. Ja. Du hast ja durch die vielen Vereine auch schon an einigen Standorten in Deutschland gewohnt. Mhm. Was kann denn jetzt, wenn du jetzt schon ein bisschen hier warst, Stuttgart bieten, was andere Städte Deutschlands vielleicht nicht zu bieten haben? Das ist eine gute Frage. ich weiß nicht. Schon eine ganz gute Gastro, würde ich sagen. Also man kann ganz gut essen gehen. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass man den Neckar nicht so gut nutzen kann. Das wäre schön, wenn man irgendwie hier so ein bisschen Wasser noch hätte. Vor allem im Sommer war es schon sehr heiß, muss ich sagen. Aber gut, ich komme aus dem Ruhrgebiet. Mhm. Stuttgart ist schon deutlich schöner, was die Innenstadt angeht auf jeden Fall. Und auch draußen rum. Also ich denke, ja, wenn man aus dem Ruhrgebiet kommt, dann erfreut man sich so ein bisschen hier an dem Grün und es ein bisschen bergig ist und das die Innenstadt einigermaßen gepflegt auch ist. Gibt es denn einen Spot, wo du ganz gerne immer hingehst? Nee, tatsächlich nicht. Ich bin, ich glaube, ich kenne hier auch noch nicht so die richtigen Spots. Ich glaube, es liegt auch daran, dass ich so im Fußballerumfeld bin. Da geht man eigentlich immer zu den gleichen Sachen und die sind jetzt nicht gerade besonders cool, würde ich sagen. Aber ist schon alles in Ordnung, schon alles gut. Aber jetzt so einen richtigen Spot habe ich gar nicht. Okay, aber alles in allem gefällt dir schon, die Stadt eigentlich ja, ganz gut. Ja, definitiv, vor allem auch die Menschen, schön, muss ich sagen. Ja.
Okay, ja, dann machen wir jetzt mal noch einen kleinen Exkurs in eine andere Sportart. Du bist ja eigentlich Fußballprofi, aber dein Hobby ist auch noch das Golfen. Ja. Was begeistert dich denn daran und wie kam es denn dazu, dass du das auch noch machst? Ich habe mit Golf angefangen zur Corona-Zeit. Da habe ich bei Nürnberg gespielt und da wusste ich nicht so wirklich, was ich machen soll. Und bin dann einfach mal mit einem Kollegen aus der Mannschaft bei Nürnberg auf die Driving Range gegangen. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Und ich habe dann so einen gewissen Ehrgeiz. Wenn ich was nicht kann, dann will ich eigentlich schon daran arbeiten, dass es dann auch irgendwann klappt. Und dann hat mich so ein bisschen das Golffieber gepackt, weil ich unbedingt ja, den Ball dann treffen wollte und gut schlagen wollte. Und es ist schon ein Sport, der sehr süchtig macht, kann man sagen, weil es gibt halt immer Luft nach oben, man kann sich immer irgendwo verbessern. Selbst die besten Spieler der Welt, die sind auch nie zufrieden mit ihrem Schwung, mit ihren Schlägen. Und ich glaube, das ist auch das, was Golf so ein bisschen auszeichnet. Jeder kann es spielen, keiner kann es perfekt, wird es je perfekt können. Und das ist irgendwie so ein ewiger Weg, da Heißt aber, du Perfektion hast da zu auch so ein erhalten. bisschen Ehrgeiz und es ist nicht eigentlich nur Ja. so hobbymäßig? Ja, also ich spiele jetzt keine großen Turniere oder so, aber ab und an, ja, ich will schon mein Handicap auch irgendwann mal runterspielen. So, es war bis jetzt noch nicht so erfolgreich, aber weil ich auch einfach keine Turniere spiele oder vorgabewirksam, nicht großartig. Aber doch, so einen gewissen Ehrgeiz habe ich da schon, ja. Okay, ja, spannend. Ja, es heißt, dass die guten Gespräche auch mit dem Sportdirektor der Stuttgarter Kickers, dem Marc Stein, letztendlich dazu geführt haben, dass du auch den Vertrag unterzeichnet hast. Der Weg, den die Kickers gehen wollen, würden sich gut mit deinen persönlichen Vorstellungen decken. Was sind denn konkret deine persönlichen Vorstellungen und Ziele für die Zukunft? Ja, ich will auf jeden Fall im Profifußball wieder spielen. So im Profifußball wieder ankommen und im Optimalfall mit den Stuttgarter Kickers. Und das habe ich auch von Anfang an so gesagt. Das war auch ein Weg, den der Marc mir aufgezeigt hat, der absolut realistisch klang. Und deswegen habe ich mich dann auch dazu entschieden, hier hinzukommen, um das mit den Kickers zu verwirklichen. Ja, also ich will definitiv Profifußball wieder spielen und da auch eine ordentliche Rolle dann mit der Mannschaft. Ja. Ja, meine letzte Frage wäre auch, was erhoffst du dir denn mit den Kickers zu erreichen? Heißt, du siehst da die Chancen, mit denen auch wieder in den Profifußball zu kommen? Ja, auf jeden Fall. Also auch wenn es jetzt dieses Jahr nicht klappen sollte, definitiv innerhalb der nächsten Jahre zu 100%. Ist aber, glaube ich, auch kein Geheimnis. Ich glaube, das ist auch der Anspruch des Vereins, da wieder hochzukommen, weil der Verein da auch absolut hingehört. Allein mit den Strukturen und den Fans im Rücken gehört Stuttgarter Kickers gehören nicht in die Regionalliga. Ja, dann wünschen wir euch dabei auf jeden Fall viel Erfolg Dankeschön. und vielen Dank, Felix, für das Gespräch. Danke. Das war unser Trifft-Interview mit dem Torwart der Stuttgarter Kickers, Felix Dornebusch. Wir hoffen, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal bei StuggiTV.